Hallo, herzlich willkommen zu meinem Video zum Helmumbau. Wie in einem meiner letzten Videos schon erwähnt, habe ich neu den BMW Carbon 7 Helm, der leider auf dieser Fläche hier keine gerade Montagemöglichkeit hat, weder für das Pad der Kamera noch für das Pad des Kommunikationssystems. Ihr seht, da, so gehört es eigentlich, da ist doch ein ziemlicher Spalt dazwischen. Das Gewebepad würde nicht halten. Aus diesem Grund habe ich mir bei einem Kollegen, bei Duckstyle, beim Thomas, einige Videos angesehen und der macht seine Halter mit Loctite ER 3463. Das ist so eine Knetmasse, die metallisch hart wird, also fast metallisch hart wird, die soll sehr gut halten. Dazu habe ich mir noch Klebepads besorgt, wo ich dann quasi an den Helm das bekomme. Und wie ich das mache, bei meinen ungeschickten zwei linken Händen, wenn euch das interessiert, dann schaut weiter zu. Bevor ich sehe den Aufbau, wie er zukünftig in den Helm reinkommen soll. Wir haben einmal hier das Sena S20 Evo. Hier haben wir die Kamera. Und dann haben wir hier nochmal zusätzlich die neuen HD-Lautsprecher von Sena. Da die über einen 3,5 mm Klinkenanschluss verfügen. Das bedeutet, ich greife hier über eine Weiche das Signal, was an Sena geht, also an die Kopfhörer, vom Sena an die Kopfhörer geht ab und gehe quasi hier in die Kamera. Das ist hier der weiße Kanal. Der rote Kanal ist das Mikro, das dann den Vlog aufnehmen soll. Und beides geht hier vorne beim Halter in die Kopfhörerbuchse. Die Kopfhörerbuchse, die hier hinten normalerweise bei den Standardlautsprechern von Sena dabei ist, das ist eine 2,5 mm ist ein 2,5 mm Anschluss und der würde hier in diese Weiche nicht reinpassen. Von daher, wenn ihr das machen wollt, also ich habe mir das von Philtonic aus einem seiner Videos abgeschaut, der hat damals auch die HD-Lautsprecher verwendet. Ihr müsst dann hier die mitgelieferte Abdeckung verwenden. Damit wird das Ganze dann wasserdicht. Wenn ihr hier die Lautsprecher einfach nur rausnehmt und nicht wieder zustöpselt, dann könnte das Probleme bereiten. Also achtet drauf, hier wird eine Abdeckung mitgeliefert im Lieferumfang vom Sena für diese Halter, damit ihr diese Lautsprecherausgang abdecken könnt. Wir haben auf der Rückseite einen AUX-Eingang. Das habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut, aber die Erklärung und der Aufbau, den Philtonic damals gemacht hatte, der ging hier über den Kopfhörerausgang. Rein theoretisch könnte ich auch diese Kopfhörer dann wieder direkt hier dran stecken, also diese HD-Kopfhörer von Sena. Die sind eigentlich für die kleine Generation, also die SF M oder so wie sie heißen, Generation und nicht für das S20, S30, aber sie passen, also man kann sie hier über dieses Verteilerstück kann man die hier verwenden. Das ist auch noch nicht das Mikrofon, das ich verwenden werde für Sena. Da gibt es auch noch eine kabelgebundene, also ein kurzes Schwanenhals mit einem Kabelanschluss, das wird hier dann noch dran montiert und für den Vlog kommt dann in Helm auf die andere Seite dieses Stabmikrofon. So, jetzt habe ich mal den Tisch abgeräumt. Ich sehe, mein Helm ist schon ganz schön verstaubt, das werde ich aber dann auch gleich beheben. Meinen Helm, den kennt ihr ja. Den habe ich euch ja schon gezeigt. Das ist der BMW Carbon 7. Ich finde ihn recht angenehm. Das Sichtfeld ist sehr groß. Ich als Brillenträger muss ganz ehrlich sagen, ich mag keine Integralhelme, sondern ich möchte gerne mit Brille den Helm aufziehen können. Das geht mit dem Helm. Und von daher, er ist vom Sichtfeld sehr, also schon vergleichbar mit
dem Schube C4 Pro, den ich vorher hatte, der aber ja nicht dicht war. So, um hier jetzt besser arbeiten zu können, werde ich jetzt hier das Visier entsprechend, entschuldigt, ich komme nicht ganz unter die Kamera, ohne dass ich da eventuell was vom Visier kaputt mache oder verkratze. Da mache ich das lieber sicher. Ich bin da auch noch nicht so geübt in dem Visierabnehmen beim BMW-Helm. Na komm, also, wir sehen uns gleich wieder, wenn das Visier runter ist. So, da ist jetzt der Helm ohne Visier. Das ist nicht ganz so einfach, wenn man das vor der Kamera machen möchte. Was ist geplant für dieses Video? Ich weiß nicht, ob ich es zusammenbringe in ein Video. Auf jeden Fall für dieses Video ist jetzt mal geplant die Kamera und das Kommunikationssystem Halter zu basteln, damit die auf der Seite des Helms hier dran passen. Das heißt, Kamera wäre dann ungefähr hier. Ja. Ja. So. Und das Kommunikationssystem hier dann dahinter dran mit ein bisschen Abstand. So. Damit sich die nicht berühren. Das reicht aus, da komme ich dran zum Bedienen. Und ihr seht, ich habe auch jetzt schon das andere Schwanenhalsmikrofon dran. Das sollte passen. Jetzt gehen wir in die ein bisschen näher ran, damit ihr die Schritte seht. Ich werde den Zeitraffer einstellen. Ich werde dazu, wenn was zu kommunizieren ist, außer wenn ich schimpfe, das werde ich euch nicht reinschneiden, lasse ich den Zeitraffer weiterlaufen, dass ihr seht, welche Schritte ich gemacht habe und so weiter. Jetzt zoomen wir mal ran. Mal schauen, dass der Helm liegen bleibt, damit ich hier eine Zoomstufe bekomme. Bis gleich. Jetzt habe ich natürlich was vergessen gehabt. Man sollte natürlich auch Handschuhe tragen beim Kneten. Deswegen. So.
nochmal einen herzlichen Dank an Hauke. Das sind immer noch die, die du mir zugeschickt hast im Herbst letzten Jahr, in letztes Jahr. Wo es keine gab, hast du mir sehr gut geholfen, aber es hat sich ja dann herausgestellt, dass es doch nicht so gut ist beim Einkaufen mit Handschuhe zu agieren. Deswegen nutze ich sie halt jetzt für solche Arbeiten. Jo. So, der erste Schritt wäre gemacht. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob mir das so gefällt. Wir werden es aber sehen. Ich werde es jetzt mal ein bisschen nachbearbeiten. Da müsst ihr nicht dabei sein. Und dann sehen wir uns, wenn es geklappt hat. Beziehungsweise, wenn ich nochmal nachbessern muss bei den einen Halter. Der schaut nicht schlecht aus, bei dem weiß ich noch nicht. So, Freunde. Hier seht ihr jetzt die fertigen Halter. Ich habe sie auch schon mit den Pads geklebt. Da habe ich so von 3M einmal die weißen, einmal die schwarzen Pads. Das weiße, die weißen Pads, das ihr seht, das ist das Originalpad vom Senna. Das ist das 3M9448A. Das ist dasselbe. Das habe ich mir dann hier auf den Halter, der an alten Helm war, auch drauf gemacht. Das passt ganz gut. Wenn ich mir jetzt hier den neuen, also den noch neuen dazu nehme, das passt eigentlich ganz. Passt, würde ich behaupten. Auch von der Klebekraft her finde ich, geben sie sich nicht viel. Also man kann diese alten Halter von Sony, die sind ja doch erheblich größer als die von GoPro, kann man wieder reaktivieren, wenn sie dann mal runter sind. Das geht relativ einfach hier. Von daher gut. Also wie gesagt, das sind die Pads. Und da haben wir jetzt den Halter. Da habe ich jetzt die, das schwarze Pad, das lässt sich ein wenig besser an die Kontur anpassen, dieses mit dem roten. Und ja, ich weiß, hier ist ein Abstand,
ist mir nicht so gut geglückt, aber ich denke, das sollte jetzt nicht das Problem sein. Wichtiger ist das hier, dass das hier die Kontur, also ihr seht, hier ist ein doch ein ziemlicher Absatz drinnen. Ist vielleicht auch ein bisschen dick, aber es ist halt so, wie es ist. Ich werde es auf jeden Fall damit jetzt probieren. Das andere ist mir etwas besser geklungen, geglückt. Das ist quasi, zeigt quasi die Pad-Kontur. Ah, es verrutscht jetzt noch mal ein bisschen. Was ich jetzt noch machen werde, ist, ich werde die Ränder hier schwarz machen. Ich habe sie ein bisschen versucht nachzubearbeiten. Das sind die Sägeschnitte. Ja, wenn das Ganze schwarz ist, das sieht dann keiner mehr. Von daher, der nächste Schritt ist dann jetzt diese Pads, wie gesagt, hier die Kanten noch zu schwärzen, damit das nicht, ja, damit das gleich also mit den Haltern, dass das passt von der Farbe, dass das nicht zu sehr auffällt, dass da noch was anderes dabei ist. Und dann gehen wir dazu über, das Ganze an den Helm zu bringen. Dann nehme ich euch natürlich dann wieder mit. Bis gleich. Also wie gesagt, das Einfärben, das muss ich euch jetzt nicht zeigen. Dann nehme ich einen Stift und färbe das jetzt ein. Und wenn das dann fertig ist, sehen wir uns gleich wieder. Da zoome ich dann auch wieder etwas raus, damit wir den Helm besser sehen. Und dann geht's weiter. Ich muss ihn ja auch noch aufbauen. Das ist die ganze Verkabelung, die ihr vorher gesehen habt, die muss ja auch noch rein in den Helm. Das schauen wir uns dann auch noch gemeinsam an. So, ich habe jetzt mal soweit alles zusammengebaut. Hier gehen die Kabel rein. Sonnenvisier, das funktioniert auch noch. Einzige, was ich jetzt noch schauen muss, ist hier der Anschluss, der dann zur Kamera geht, also der Eingang zum Mikrofon, das muss ich hier noch befestigen, aber da muss ich erst schauen, wo das hinpasst, damit es mich nicht drückt. Dann haben wir hier die beiden Mikrofone. Das ist Kommunikationsmikrofon, das ist Vlog-Mikrofon, also wenn ich aufnehme. Ja. Und wie das Ganze dann im zusammengebauten Zustand ausschaut, ich muss jetzt hier noch ein, zwei Schlaufen reinziehen. Aber so sieht man jetzt eigentlich überhaupt nichts mehr. Die einzigen Kabel, die man hier jetzt noch sieht, das sind die beiden hier. Das ist quasi das Kabel für die, das muss man ein bisschen drehen, dass es ein bisschen entspannter ist. Zap, zap. Das ist quasi dieser Verteiler. Da haben wir das Mikrofon, das was ihr da drinnen gesehen habt. Und wie das Ganze dann im fertigen Zustand aussieht, hoffentlich, wenn es funktioniert, zeige ich euch gleich. So, liebe Freunde, fertig. Kamera sitzt, habe ich ausgerichtet. Also sollte in Sichtfeld sollte es filmen. Wie ihr seht, dahinter sitzt das Kommunikationssystem, das Sennheiser S20S Evo. Ich habe jetzt schon mal reingehört, das funktioniert ganz gut. Ich höre sie sehr gut. Die HD-Lautsprecher, die haben einen sehr tollen Klang, muss ich schon sagen. Das mit dem Kabel hier, das muss ich noch schauen. Also normalerweise schleife ich das hier zwischendurch, damit es nicht so flattert. Eventuell, dass ich das dann hier so durchfädel, damit es durch die anderen beiden Kabel, die ja so, zap, so und zap, dass das da, ja, aber das hier sieht man, also hier läuft es dann quasi das Kamerakabel raus. Aber gut, das ist ja nur, wenn ich die Kamera dran habe. Ansonsten ist dieses Kabel wird quasi mit der Kamera zusammen gelagert. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich werde morgen eine Ausfahrt machen. Ich werde mal
schauen, ob das soweit funktioniert. Dual-Vlog muss ich schauen, wann ich das nächste Mal dazu komme, dass ich mit jemandem quatsche, wie das dann rüberkommt. Da bin ich jetzt noch gespannt. Also bei den Tests war die Musik bzw. die Stimme des Partners über Sena von der Lautstärke her ident, dass ich keinen Lautstärkenregler gebraucht habe. Das muss man jetzt nochmal sehen. Ich hoffe, dass da hier einigermaßen wasserdicht ist. Werden wir mal sehen. Also die Scheibe funktioniert auch. Also die Blendscheibe, das funktioniert. Wie jetzt der Sichtwinkel ist, ich denke mal, da werde ich noch Feinjustage betreiben müssen. Ob das jetzt die Kamera mehr in diese Richtung oder mehr in diese Richtung schaut, das muss man sehen. Aber schauen wir nochmal rein in den Helm. Bis auf, das ist eine Kabel und die zwei, die hier rumgehen. Ich mache mal auf. So, hier haben wir dann unsere zwei Mikrofone. Das ist Kommunikation, das ist Vlog. Und das Einzige, was man vielleicht ein bisschen sieht, ist hier, wartet, ich drehe es mal ein bisschen, ist hier hinten dieser eine weiße Stecker. So, ja, dieser eine weiße Stecker. Ansonsten habe ich alles untergekriegt. Also ich musste jetzt auch nicht wirklich künsteln in dem Helm. Ja, ist natürlich jetzt etwas enger in dem Helm, aber ich habe alles untergekriegt und von daher bin ich mal gespannt, die erste Ausfahrt bzw. die erste längere Fahrt, ob sich da möglicherweise Druckstellen ergeben. Ansonsten werde ich es so lassen. Ich bin kein Freund von Löten bzw. ich kann es nicht so besonders. Da müsste ich wahrscheinlich mehrere Anläufe machen und von daher drehe ich ihn jetzt mal so, dass, naja, lässt sich leider nicht. Also schaut auch jetzt relativ gerade aus, die Kamera hier. Der Halter, den ich da gebastelt habe, der schaut, also das ist genau entgegengesetzt zu dem Halter, wie er von Sony ist. Das ist halt so. Aber ansonsten, ja, bin ich recht zufrieden. Wir müssen abwarten. Die erste Fahrt kommt. Dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr so lange ausgehalten habt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch bitte. So, Daumen hoch. Ansonsten könnt ihr den Kanal natürlich auch gerne noch abonnieren. Und wenn ihr ihn abonniert, vergesst die Glocke nicht, damit ihr mitbekommt, wenn ich wieder ein neues Video auf den Kanal lade. Bis dahin bedanke ich mich bei euch. Tschüssi.